Über lange Zeit wurde das gar nicht groß diskutiert, ob jetzt ein Wachstum notwendig sei oder ob es einen Zwang gibt zu wachsen oder nicht, weil es war ja irgendwie selbstverständlich, dass man wachsen wollte, weil es ging darum, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Die Menschen wollten mehr materiellen Wohlstand und da schien das klar, das kommt von den Bedürfnissen der Menschen her, dass wir eben wachsen. Und tatsächlich hat dieses Wachstum ja auch die Lebensqualität der Menschen erheblich verbessert. Also wir leben heute nach vielen objektiven Kriterien wesentlich besser, als die Menschen vor 100 Jahren gelebt haben. Nicht zum Beispiel konnte die durchschnittliche Wegstrecke für einen Gang auf die Toilette erheblich verkürzt werden. Nicht ursprünglich Außenklo, man musste noch rausgehen, dann kam es zwischen die Stockwerke, dann irgendwann in die Wohnung rein. Heute sind sogar zwei Nasszellen meistens in einer Wohnung drin. Oder kann man sich auch nur noch schwer vorstellen, dass Menschen früher, wenn die das Programm wechseln wollten beim Fernsehen, dass die tatsächlich aufgestanden sind vom Sofa, sich auf das Fernsehgerät zubewegt haben, Knopf gedrückt haben, zurückgegangen sind, sich wieder hingesetzt haben. Auch das konnte durch die Fernbedienung erheblich verbessert werden. Es gab dann natürlich noch andere Verbesserungen, aber ich habe jetzt zwei der wichtigsten einfach mal erwähnt. Ja, das war eben über lange Zeit nicht dieser Verbesserung des Wohlstandes. Aber jetzt in neuester Zeit stellen wir fest, Menschen werden in hochentwickelten Ländern gar nicht mehr glücklicher oder zufriedener mit noch mehr materiellem Wohlstand. Und auf der anderen Seite stellen wir auch fest, dass dieses Wachstum mit Kollateralschäden in der Umwelt verbunden ist. Also die ganze Treibhausgasemissionen zum Beispiel, Klimaerwärmung. Und aus diesem Grund wird dieses Wachstum verstärkt auch in Frage gestellt. Und wir beobachten natürlich zunehmend auch gewisse Sättigungstendenzen. Weil in einem Land wie der Schweiz, ja, da haben die Menschen mehr oder weniger das, was sie brauchen. Und jetzt kann man da noch qualitatives Wachstum machen, also immer eine neue Geschmacksrichtung. Aber trotzdem, irgendwann ist dann halt Schluss. Da will man nicht noch mehr Eiskugeln haben. Und diesen Zusammenhang zwischen Glück und Einkommen, den habe ich in einem anderen Buch beschrieben. Das hieß die Tretmühlen des Glücks. Es war gar keine Tretmühle abgebildet, sondern ein Hamsterrad. Auf dem ursprünglichen Cover war noch eine Tretmühle drauf. Und was ist eine Tretmühle? Eine Tretmühle ist ein Gerät, welches wahrscheinlich viele von Besuchen in Fitnessstudios kennen, wo man sich ohne lästigen Naturkontakt selbst quälen kann. Und sich selbst quälen war Menschen auch immer schon ein großes Anliegen. Das fand früher vor allem in religiösem Kontext statt, so Dinge wie Selbstauspeitschungen, Kieselstein in den Schuhen, gab da alle möglichen Varianten. Und im Zeichen der Säkularisierung hat sich das dann verlagert, weg von der Kirche hin in die Fitnessstudios. Aber wir haben auch ganz moderne Bußrituale, konnten wir jetzt gerade wieder sehen am letzten Wochenende. Nicht so vor Ostern überlegen sich viele Menschen, wenn sie in den Süden fahren, wann fahren denn andere auch mit dem Auto in den Süden? Und dann fahren sie genau gleichzeitig wie die anderen in den Süden, sodass sie möglichst lange vor dem Gotthardportal warten können. Das ist ein heute sehr beliebtes, kollektiv vollzogenes Bußritual, das viele Menschen pflegen. Ja, das ist dieser Zusammenhang.
mit der Tretmühle illustriert. Jetzt warum die Tretmühle als Metapher? Nicht auf einer Tretmühle kann man immer schneller rennen, man bleibt aber stets an Ort und Stelle. Und das ist eben ganz ähnlich mit dem Hinterherrennen nach mehr Glück oder Zufriedenheit durch mehr Einkommen. Man stellt sich irgendwie vor, wenn man nochmals 50.000, 100.000 im Jahr mehr hätte, nicht, dann wäre man aber zufrieden. Und wenn man es dann hat, muss man meistens feststellen, dass man glücksmäßig an Ort und Stelle tritt. Genauso wie eben auf einer Tretmühle.